Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Good Buddies PR. Usoma ist auch mein Anwalt, mein Staatsanwalt. Hi, ja. Ja, die letzten Parts habe ich noch nicht gerendert, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, was passiert ist. Naja, ihr habt den ersten Teil der Verhandlung geschafft und seid halt zu dem Entschluss gekommen, herauszufinden, was es mit dem Spiel auf sich hat. Dann, ja, das stimmt. Es ist ein sehr wichtiges Problem. Ja, ich hätte vielleicht doch reingucken sollen in meinen letzten Part, aber naja. Wenn der Killer mit den Beweisen rumgepfuscht hat, wenn Hyoko vom Strandhaus weggerannt ist, wann ist dann der Killer aufgetaucht und wieder verschwunden vom Strandhaus? Denken. Ach ja, genau, du warst vor dem ersten Logic Dive. Ah, genau. Was für ein ziemlich langer Cliffhanger, aber gut, die Parts kommen eh einen Tag nach dem anderen. Wenn ich mich fokussiere und drüber nachdenke, bin ich mir sicher, dass ich eine Antwort finden werde. Alles klar, ich werde es tun. Logic Dive. Okay, gucken wir mal, wie es funktioniert. Okay, soll es bremsen? Soll es beschleunigen? Achso, stimmt ja, Steuerung. Ich habe gelesen, dass die Steuerung an doofen Knöpfen liegt. Naja, testen wir mal. Frage 1. Moment! Wann ist der Killer zum Strandhaus gegangen? Das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich rüberspringen, falls es falsch ist. Nee, es stimmt. Gut. War Glück. Wow! Ich dachte, das wäre so ein Turbo-Pfeil. Ich darf diesen springen. Nee, die nicht. Die obere. Genau die da. Wann ist er aus dem Strandhaus raus? Nachdem Hyoko gegangen ist, eventuell. Ja. Wow. Wo hat sich der Mörder versteckt, während Hyoko bewusstlos war? Strandhaus, glaube ich. Zumindest wüsste ich nicht, wo man sich am Strand verstecken kann. Der Strand ist ja eine komplett offene Fläche. Gut. Alles blau. Denkst du vielleicht, dass der Mörder sich versteckt haben könnte? Ich hab's schon gehört, was sie gesagt hat. Genau, das war ich. Du hast so viel Zeit damit nachdenken verbracht und bist zu sowas Nutzlosen gekommen. Wie enttäuschend. Habe ich nicht schon gesagt, dass es unmöglich ist, dass er sich irgendwo hätte verstecken können? Muss ich es vielleicht in einer anderen Sprache erklären, damit ihr es versteht? Extra noch ranzoomen.
Ibuki warst du? Ihre Persönlichkeit ist viel zwanghafter geworden, nachdem du nachdem aufgehört wurde, sie zu verdächtigen. Nein, es sollte einen Ort geben, wo er sich versteckt haben könnte. Ein Ort, wo du nicht hingeguckt hast, Hyoko. Was heißt, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, aber Bob you on the head. Stirnklaps, oder? Hast den Kopf gestoßen. Was sagst du da? Hör auf, so nervig zu sein, sonst werde ich... Bob, das stimmt, das ist in einem anderen... Ich habe es okay, nicht gelesen, das ist ein anderer Kontext. Hör auf, so nervig zu sein, sonst... werde ich Akane sagen, dass sie dir Stirnklaps verpassen soll, damit du ja die Klappe hältst. Ich will wirklich nicht, dass das passiert. Ich brauche eine Antwort. Es einfach nur auf den Kopf schlagen, okay. Koste es, was es wolle. Ja, gut, da gibt es schlimmere Strafen. Ein Ort, wo der Mörder sich verstecken könnte. Ein Ort, wo Hyoko nicht hingeguckt hat. Sie hat schon in den Schauer rumgeguckt. Was? I'll grind you into food for Gundam's Hamsters? Achso, das sagt you. Ja, ich habe schon im Duschraum nachgeguckt. Ich werde dich zu Tierfutter verarbeiten für Gundam's Hamster. Ja. Wo denn sonst? Aus dem Schrank gibt's doch nichts mehr. Ja, ist nicht draußen, es gibt da keinen Hinweis, dass da jemand draußen war. Ja, gut. Der Killer hat sich wahrscheinlich im Schrank versteckt. Der Schrank? Da war ich doch eingesperrt. Nachdem du aufgewacht bist, sagtest du bist rausgestürmt, nicht wahr? Dann hast du dich bestimmt nicht gut genug im Schrank umgeguckt. Aber könnten zwei Leute sich überhaupt in so einem kleinen Ort verstecken? Und ohne, dass sie Hyoko das mitkriegt? Das ist, warum der Mörder sicher gegangen ist, dass er sich ein Versteck arrangiert. Das denke ich. Wenn der Killer einen Ort vorbereitet hat, wo er sich verstecken kann. Ich habe gerade so eine ganz doofe Idee, aber es ist wahrscheinlich falsch. Er hat sich einfach da hinten hingehängt zu den Tauchanzügen, dann müsste es aber Sonja sein. Ja, komm. Der Killer hat sich im Innern eines Neoprenanzugs versteckt. Der Mörder hat sich im Inneren eines Neoprenanzugs versteckt. Wenn sie sich so gut verstecken könnten... Da könnten sie... vielleicht könnten sie dann auftauchen in Bonanza Bros. Bros ist eine Anspielung auf Super Mario, Bonanza ist ein Western, den ich aber noch nie gesehen habe. What the fuck? Warum so viel Schaden? Dämliche Lösung war? Was? Keine Ahnung. Das war eine gute Lösung. Ja. Nein. Unterm Regal. Der Mörder hat sich auf dem linken, in dem linken Regal versteckt. Unterm Regal, Chiaki, Mann. Hä? Ernsthaft? Ja, jetzt habe ich nicht so viel Schaden bekommen. Ja, was denn sonst? Unter dem rechten Regal. Wo auf dem rechten Regal sollte sich der Mörder verstecken?
Wenn du es nicht direkt raus sagst, dann bin ich mir nicht sicher, dann bin ich sicher, dass einige PPs nicht, einige Menschen es nicht verstehen werden. Oh Mann, ich glaube, ich war noch nie in dem Prozess so schlecht wie hier. Komm, irgendwas! Das ist ein Scherz, oder? Oh Mann. Was ist mit den Surfbrettkoffern im Schrank? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich darin verstecken kann. Ja, das weiß ich, dass sie groß genug sind, aber ob das jetzt wirklich so realistisch ist. Hä? Im Inneren des Surfbrettkoffers? Aber das Regal, in dem es war, ist ziemlich vollgestellt, denkst du nicht? Zwei Surfbretter waren übereinander gestapelt und dort waren Surfbretter, die sogar nicht in den Koffer waren. So, ein bisschen lauter gemacht den Sound. Der Mörder hat wahrscheinlich das mit Absicht gemacht, um sich ein Versteck zu sichern. Weil wenn wir noch nicht so lange auf dieser Insel sind, würden wir auch nicht in Frage stellen, dass der Schrank so vollgerümpelt aussieht, denke ich. Dann war der Killer in dieser Zeit direkt neben mir? Also nah an mich dran. Ja, toll, die sabbert erstmal. Ja, wahrscheinlich hielt er seinen Atem an und versteckte sich sehr nah bei dir. Es ist schon ein bisschen wie für einen Penny oder für ja. Ich verstehe das, ich kenne das Sprichwort gerade nicht. Ich auch nicht. Also für einen Penny und oder für einen Pfund. Ja, Info Penny, Info. Sozusagen. Ja, keine Ahnung. Nee, also, so to speak. Vielleicht halt so. Achso, ich dachte, du meinst Ding, so to speak, sozusagen. Nee, das ist dieses Problem. Ich versuche aber halt zu überlegen, wie dieses Sprichwort gemeint ist. Also. Ich würde es wahrscheinlich wissen, weil mir fällt es nicht ein. Warte, ich gucke mal, ob ich da was finde. Used to say that a person should finish what he or she has started. Even so, it may be difficult. Ah, okay. Also, dann verstehe ich schon, was das meint. Es geht darum, was man angefangen hat, sollte man noch zu Ende bringen. Ach so. Aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. In dieser Situation zumindest. Und das bemerke ich jetzt erst. Warum gucken die Füße vom Täter aus der Packung raus? Hä? Da oben. Das Bild. Kann ich nicht sehen, mein eigenes Bild das überdeckt. Oh. Auf jeden Fall die Füße vom Täterumriss gucken aus dem. Aus dem Surfboard-Brett-Koffer raus. Okay, das kenne ich. Rikumaru war... Du. Ich. Nach wie vor. Ja, meinst du nicht? Das ist ja sowas wie... Es ist immer am dunkelsten und am Leuchtturm. I shouldn't say things I don't understand, like, so to speak. Ich sollte nicht solche Dinge sagen, die ich nicht verstehe, wie man so sagt.
Wie auch immer, der Killer bewahr Stillschweigen. Und nachdem Hyoko weg war, verließ er endlich das Surfbrett. Den Surfbrettkoffer. Ich stimme dem ebenfalls zu. Ein Champignon. Ich weiß nicht, ob du die Champignons kennst, diese weißen mit so einem rosa Deckel. Süßigkeiten. Sagt mir jetzt gerade nichts. Na gut, da muss ich mal Licht anmachen. Vielleicht erkennst du es ja durch die Cam. Nein! Mein Schwammerl. Ja. Aha. Kannst du das erkennen? Ja, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist eine Süßigkeit. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt, aber die sind sowas von lecker. Noch nie gesehen. Was? Oh, da hast du was verpasst. Die habe ich als Kind schon gern gegessen. In meinem Freibad hab ich die mir geholt. Da habe ich jedes Mal fast geheult, weil wir sie gegessen haben, dann waren sie weg. Ah, das waren noch schöne Zeiten. Ernsthaft, niemand fragt, nach was du gerade denkst. Es ist möglich, dass der Mörder Hyoko einfach so zurücklassen würde, wenn er versucht, sie zu beschuldigen. Wenn Hyoko alleine gelassen wäre, hätte er sie ja die Beweismittel ruinieren können, die der Mörder platziert hat. Vielleicht platziert er sie erst danach. Das war ja die das ist ja die Aussage. Ich weiß nicht, was du gerade falsch verstehst. Ja. Hey, jetzt hast du wirklich. Ja. Stattdessen macht es doch viel mehr Sinn, dass der zu denken, dass der Mörder sich im Strandhaus versteckt hat und Hyoko beobachtet hätte. Die sind gepisst. Sag, was immer du willst, auch wenn dich keiner gefragt hat. Okay, das ergibt keinen Sinn. Okay, wenn du nicht unbedingt geschlagen werden willst, dann halt still, dass ich dich schlagen kann. Das ergibt null Sinn, Akane. Oh, you shut up. Then quit your teeth. Grit? Fletschen? Zähne fletschen? Grit. Wird übersetzt. Bitte warten. On the line. Ja, bitte warten. Das ist ein sehr komplexes Wort. Vier Buchstaben. Da muss man halt eine lange Übersetzung machen. Also, man möchte ja auch dafür suchen, dass die Übersetzung absolut korrekt ist. Mhm. Also so richtig korrekt, noch korrekter als korrekt, am korrektesten sozusagen. Und ja. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Sollte nicht dauern. Ja, bei uns heute, die Scanner waren auch ziemlich doof, weil keine Ahnung, was die haben, aber man scannt einen Artikel, dann steckt man ihn weg, sucht den nächsten Artikel und kaum will man den zweiten Artikel scannen, oh, Scanner hat sich aufgehangen, muss man wieder komplett aussteigen, neu anmelden. Das ging heute den ganzen Tag so. Ich habe für 4 Produkte über eine Stunde gebraucht. Du musst bedenken, die Kommissionierliste, die ich heute hatte, war über 4 Seiten lang. Natürlich bin ich damit nicht fertig geworden, bei so lahmarschigen Scannern. Okay. Hat er immer noch nicht übersetzt? Immer noch nicht übersetzt. Dann sage ich einfach Fletschen. Auch wenn es irgendwie keinen Sinn ergibt, aber es ist Akane. Sie sagt Sachen, die keinen Sinn ergeben. Ah, du bist endlich still. Gut, fletsch die Zähne. Tut mir leid, Akane. Das ist es nicht.
Hey Monokuma. Hey Monokuma, kann ich dich etwas fragen, das sich für mich seltsam anfühlt? Ich glaube, Prinz Toko war von der, kommt aus der Zukunft. Ein Mann von der Zukunft hat immer einen direkten Einfluss auf die Vergangenheit. Ich habe eine, es ist Geschichten über Männer von der Zukunft ein anderes Mal an. Endlich hat er was Intelligentes gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war die Leichenankündigung doch gemacht, wenn drei oder mehr Leute den Körper entdecken, richtig? Ist der Mörder eingeschlossen, dass, was diese drei Leute angeht? Ich würde mal schätzen, nein. Ja, das ist wahr, aber nun, was wie das ist grundsätzlich, was es sein sollte. Du klingst nicht gerade sehr artikulativ. Ah, okay, du bist ziemlich nervig, dass du so etwas bemerkt hast. Ich weiß, es klingt wie eine Entschuldigung, aber die Leichenankündigung ist nicht dafür gedacht, um sie zum Deduzieren zu benutzen. Es ist dafür gedacht, um halt eine faire Verhandlung zu erschaffen. Es sollte eigentlich einfach nur alle wissen lassen, dass eine Leiche gefunden wurde. Was heißt eigentlich deduzieren? Deduzieren ist halt, wenn du anhand von Fakten auf Lösungen schließt. Achso. Also beispielsweise, du hast eine Mütze in der Hand, riechst an der Mütze und du riechst nach Hund. Dann gehst du davon aus, dass der Besitzer diese Mütze wohl einen Hund hat. Mhm. Das ist deduzieren. Also würdest du mir sagen, es ist dass es unglücklich ist, dass ich das zur Deduktion nur genutzt habe. Ich verstehe deine Entschuldigung, aber anhand davon, wer tatsächlich die Leiche gefunden hat, ist es möglich, dass deine drei oder mehr Leute-Regel ziemlich tödlich sein könnte. Naja, wer hat die Leiche gefunden? Kazuichi? Yoko? Nicht der Mörder? Ja, du merkst das Problem. Ja, ich dachte erst Hajime, aber die Ankündigung kam, bevor er die Leiche gesehen hat. Übrigens, put your teeth heißt, beiß die Zähne, deine Zähne zusammen. Ah. Also rein theoretisch müsste es noch jemand gegeben haben, der die Leiche gesehen hat. Also vor Kazuichi und vor Hajime. Nun, okay, dann muss ich kurz ein Wort nachgucken. Flexibilität heißt es. Ich weiß, du weißt, meinst das obere Wort. Ja. Naja, solange ich die Dinge zweideutig halten kann, kann ich bei dieser Situation mal ein bisschen flexibel antworten. Flexibilität, ja? Also, wie ist es hier diesmal? Sind da drei Leute einschließlich des Mörders oder nicht? Na, gut. Also du willst mir, dass ich sage, es beinhaltet nicht den Mörder dieses Mal, okay? Alles klar. Was bedeutet, drei Leute außer dem Mörder haben Mahiros Körper entdeckt? Kommt so vor, als ob er in dieser Verhandlung auf unserer Seite ist. In der letzten war es ja nicht der Fall. Was stimmt damit nicht?
Nichts? Ich dachte einfach bloß, dass es etwas seltsam wäre. Viel wichtiger, lass uns doch zurück zu dem vorherigen Thema kommen. Du bist doch derjenige, der es aufgegriffen hat. Ne, der damit angefangen hat. Der es erwähnt hat. Tangent. Ja, ich würde mal sagen, tangiert hat. Ja, der es angesprochen hat. Das heißt es wahrscheinlich. Wir waren gerade dabei, dass sich der Mörder in dem Surfboard-Koffer versteckt hat, richtig? Wieso legst du jetzt da darauf ab? Bist du etwa die Mörderin? Das wird aber keinen Sinn ergeben, außer der Todeszeitpunkt stimmt irgendwie nicht. Aber dann wäre theoretisch gesehen Ibuki auch eine der Verdächtigen. Weil Mika und Ibuki zur selben Zeit ankam. And after Hyoko ran away, the killer got to enjoy the simple life of destroying evidence. Nachdem Hyoko weggerannt ist, hat der Mörder sein einfaches Leben genutzt, um halt Beweise zu zerstören. Ich liebe ihre Aussagen. Das sind so Aussagen, die kein normaler Mensch machen würde. Wie auch immer, bevor wir weiter voranschreiten, da gibt es etwas, das wir klarstellen sollten. Der Mörder hat den Weg zur Straßenseitentür versperrt mit Hiros Leiche, bevor Hyoko weggerannt ist. Aber was ist mit dem Blut? Jetzt, da du es erwähnst, dieses Mysterium wurde bisher noch nicht gelöst. Es wird schon in Ordnung sein. Wenn ihr Leute schon so weit gekommen seid, bin ich mir sicher, dass ihr auch diese Antwort herausfinden könnt. Now, let's start the argument, shall we? Na, sollen wir dann mal anfangen zu argumentieren? Sollen wir? Nun gut. Dann werde ich dir das letzte Feature der Nonstop-Debatte erklären. Von diesem Punkt vorwärts. Da wirst du in der Lage sein, die Wahrheitsflashbacks zu nutzen. Wenn du X gedrückt hältst. Moment mal, ist das aus dem ersten Teil? Von wegen, nimm eine Meinung und zerstör damit eine andere? Das kann durchaus sein. Ah, okay, dann weiß ich, wie es funktioniert. Okay. Ja, okay, es ist das von wegen Erinnern. Erinnert es, kann das Feuer genutzt werden? Ja, das kennen wir schon vom ersten Teil. Ja, das ist auch klar. Ja. Ja gut. Das ist quasi aus dem ersten Teil. Shower Room. Achso, ja, stimmt ja. Die Patrone brauche ich gar nicht. Aber hier sieht es ein bisschen anders aus. So washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. Oh, what about the wetsuits in the closet? Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, what did they do with the bloody wetsuit? They cut it up and floosh. As someone who flushes their shit every morning, I can declare. It would definitely clog the toilet. Genau. Can you get the other way around? Perhaps someone other than the killer moved the body? Maybe they were able to wash it off.
Ja, ich glaube, ich weiß schon, wo wir die geredet haben. Von wegen, ja, wenn man die Leiche bewegt hat, müsste man doch blutig sein. Und man kann sich einen Duschraum abwaschen, das Wasser. Aber nee, kann man nicht, weil der Duschraum außer Betrieb ist. Und vielleicht hat man was anderes genutzt, um es abzuwaschen. Und dann hier, ja, was ist mit dem Tauchanzug angezogen? Und was hat man dann mit dem blutigen Tauchanzug gemacht? Ja, hat man zerschnitten und ins Klo. Und Nekomaru, nein, das wird das Klo verstopfen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Idee. Aber diese Idee sehen wir uns im nächsten Part an. Das war Danganronpa 2. Goodbye, Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.